93. Fanfaren für Europa. Binnenmarkt ist die europäische Gemeinschaft geworden. Götterfunken, Jubelstimmung. Das Jahr wird zeigen, Europa wächst eher im Kopf als in den Herzen. Die Berliner Justiz entlässt einen Krebskranken. Erich Honecker fliegt nach Chile. Politische Schuld bleibt ungesühnt. Andere, die seine Befehle ausgeführt haben, werden verurteilt. Es bleibt Unbehagen und manchem westdeutschen Politiker ein peinlicher Prozessauftritt erspart. Ohne Macht ist der greise Honecker eine Karikatur. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Damas y caballeros, queridos amigos, es fällt mir schwer, jetzt auszudrücken, was mich bewegt. In Bonn erleben wir die Premiere eines Stückes, das in erstaunlicher Häufigkeit in diesem Jahr gegeben wird, dass einer seinen Hut nimmt. Kohls Wirtschaftsminister Möllemann hat einem Vetter geholfen, auf Amtspapier, die Briefbogenaffäre. Noch eine Premiere, UN-Generalsekretär Boutros Ghali in Bonn. Ein Leitmotiv des Jahres, die Rolle des Vereinigten Deutschland in der Welt. Ein Platz im Sicherheitsrat, Blauhelme. Boutros Ghali sagt, wir brauchen die Deutschen. We need the full participation of Germany. Am Elend in Bosnien ändern die Vereinten Nationen nichts, die Europäische Gemeinschaft nichts, die NATO nichts, niemand. Auch nicht das Ritual in Genf, das von nun an alle paar Monate stattfinden wird. Die Kriegsparteien verhandeln oder tun so, Ergebnis, der Krieg geht weiter. Niemand zählt die Toten, die Verstümmelten, die Vergewaltigten. Die Weltzeit ist aus dem Takt gefallen. Auf dem Balkan finsterstes Mittelalter. Kälte und Schnee sind grausam für die Eingeschlossenen. Wenn sie noch hoffen können, dann, dass es ihr letzter Kriegswinter wäre. Die Hoffnung trügt. Grausam ist das Wetter auch anderswo. In der Ostsee sinkt ein polnisches Fährschiff, in der Nordsee zerschellt ein Tanker vor den Shetlandinseln. Aber tausende Tonnen Rohöl fließen aus, aber der Sturm treibt den Ölteppich aufs Meer. Nur für die Menschen ist es ein Glück. Die Filmschauspielerin Audrey Hepburn stirbt. Ein zierliches Gefäß voller Anmut ist zersprungen. Und der Tänzer Nureyev ist tot. Die Gesetze der Schwerkraft gelten wieder. Über Lichterketten gegen Rassismus wird viel geredet, auch viel Unsinn. Nie wieder, schreiben die Berliner zum Jahrestag der Nazi-Machtergreifung mit Kerzen vor das Brandenburger Tor, das macht Sinn. In Amerika wird ein neuer Star gefeiert. Bill Clinton zieht ins Weiße Haus ein. Wird nun alles anders? Nach 12 Jahren Republikanerherrschaft ein Demokrat, nach den konservativen älteren Herrschaften ein junger Mann. That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Die Beat-Generation übernimmt die Macht und die Welt rätselt, wer von beiden, Bill oder Hillary, das Tänzchen anführen wird. Beim ersten Mal starten in Frankfurt drei US-Transporter. Später beteiligen sich andere, auch die Bundeswehr. Eine neue Art der Hilfe für die Opfer in Bosnien beginnt. Lebensmittel, Medikamente werden aus der Luft abgeworfen. Riskant, aber wie sonst soll man helfen? Den Hungernden dort und dem Gewissen zu Hause. Was in der Nähe eines Höchstchemiewerkes vom Himmel fällt, ist gelb, klebrig und giftig. Nicht der Betriebsunfall, sondern das wieder so verharmlosend informiert wurde, regt die Betroffenen auf. Im Konzern fängt man an, ans Umdenken zu denken. In großem Stil ist das in der Weltpolitik im Gange. Asien rückt in den Mittelpunkt des Interesses. Als Markt so interessant wie als Konkurrent gefürchtet. Indien, eine Station in der längsten Dienstreise, die je ein Kanzler unternahm. Made in Germany braucht dringend politisches Marketing. Denn die Konkurrenz tut's auch. In Vietnam, 4 Jahrzehnte nach der Niederlage von Dien Bien Phu, springt Frankreichs Staatschef über den historischen Schatten. In die ehemalige Kolonie voller trister Erinnerungen bringt Mitterrand 300 Wirtschaftsbosse mit. Schlachtfelder dürfen nicht länger stören beim Wettlauf um Asien. New York erlebt einen Horrorfilm real. Im World Trade Center lassen islamische Terroristen eine Bombe hochgehen. 50.000 Menschen fliehen aus 110 Stockwerken. Unsere Erde ist 1993 ein blutender Planet. 45 Kriege finden statt, die meisten in Afrika. Im Februar geht es in Angola wieder los. Ein Beispiel nur für alltägliche Not, die unserer Aufmerksamkeit entgeht, weil wir nicht mehr hinschauen können oder wollen. In Passau aber ist Aschermittwoch. Ein Ministerpräsident lässt sich beklatschen, obwohl ihm längst alles entgleitet. Max Streibels Spezireisen schenken dem politischen Wörterbuch den griffigen Namen für eine neue Affäre. Saludos, amigos! Immer nur lächeln genügt nicht mehr. Dahinter steht der Kampf ums Erbe von Franz Josef Strauß. Die Zeit der Pietät ist vorbei. Ob Streibel weiß, wer da auf ihn zielt? Ich stehe im Feuer, aber ich stehe. Folklore ist das alles nicht. Die CSU kämpft um den Alleinvertretungsanspruch für die bayerische Seele. Die NATO verhängt ein Flugverbot über Bosnien und erzwingt es mit Hilfe der AWACS-Radarflugzeuge. Dürfen Deutsche mitfliegen? Sie dürfen. Allerdings erst nach einer der bizarrsten Pirouetten, die eine Bonner Koalition je gedreht hat. Weil sie die Verfassung anders liest, klagt die FDP in Karlsruhe gegen die eigene Regierung. Der Beginn einer wunderbaren Rivalität. Dem Kanzler gelingt ein Solidarpakt. Die teure Einheit zwingt Bund und Länder an einen runden Tisch. Verzichten und teilen fällt schwer. 3 Tage dauert die Klausur, die auch ein Kräftemessen ist zwischen Regierung und Opposition. Sie zeigt, ohne die Ministerpräsidenten geht nichts mehr. Und im Bundesrat hat die SPD die Mehrheit. Die Rezession in ganz Deutschland lässt sich nicht mehr beschönigen und treibt die Menschen auf die Straße. Stahlstandorte schließen,
Massenentlassungen drohen, 3,5 Millionen Arbeitslose, Rekord für die Bundesrepublik. Trotzdem entscheiden sich Maos Erben im fernen Peking dafür, vom Pfade der kommunistischen Tugend abzuweichen und das ökonomische Heil fortan nach kapitalistischem Vorbild zu suchen. Der Volkskongress erklärt auch in China das Zeitalter der Planwirtschaft für beendet. An der autoritären Alleinherrschaft der kommunistischen Partei ändert sich nichts. In Paris dagegen stellen die Parlamentswahlen die Machtverhältnisse total auf den Kopf. Die regierenden Sozialisten sind vernichtet. Ein konservativer Herr wird Regierungschef, Edouard Balladur, dem es innerhalb von wenigen Monaten gelingen wird, ungeheuer beliebt zu werden. Staatspräsident François Mitterrand, einsam. Alle Spekulationen, er würde jetzt aufgeben, verfrüht. Mitterrand bleibt und muss vom Élysée-Palast aus Frankreich noch einmal in eine Cohabitation führen, dem Zusammenspiel eines linken Staatschefs und einer rechten Regierung. Es funktioniert überraschend reibungslos. Der populärste Franzose in diesen Tagen aber ist General Morillon. Persönlich führt er einen UN-Hilfskonvoi ins bosnische Srebrenica. Sein Mut und seine Beharrlichkeit überwinden den Ring der serbischen Belagerer. In der Stadt hatten sie schon nicht mehr an die Ankunft des Konvois geglaubt. Der General wird als Held gefeiert. Dabei zeigt sich an Morillons Alleingang eher die Ohnmacht der UN-Truppen in diesem grausamen Krieg. Endlich, beim dritten Versuch verläuft der Countdown ohne Pannen. D2, eine deutsch-amerikanische Gruppenreise ins All. Einer hat immer Putzdienst. Der Staubsauger. Elsa liegt mit ein bisschen Metall ummantelt, damit er keine Störgeräusche abgibt, und zwar elektronische Geräusche. Die Experimente im Weltraumlabor verlaufen erfolgreich. In Italien brechen alle politischen Dämme. Eine Korruptionsaffäre nach der anderen fliegt auf und damit, wie schamlos sich die alten Parteien den Staat zur Beute gemacht haben. Ein großes Aufräumen beginnt, an dessen Ende die italienische Republik anders aussehen wird. Auf Deutschland Visite das schwedische Königspaar. Eine gute Gelegenheit, sich per Augenschein wieder einmal davon zu überzeugen, dass die wunderschöne Geschichte vom deutschen Fräulein und ihrem blaublütigen Märchenprinzen, ganz im Gegensatz zu den Turbulenzen in anderen Königshäusern, noch immer ein Happy End hat. Das dreisteste Ganovenstück des Jahres passiert in Hessen. Ein dreifacher Mörder entkommt aus der Vollzugsanstalt Schwalmstadt. Ein Kumpel holt ihn ganz einfach ab, als er im Gefängnishof spazieren geht. Mit einem Panzer, den er vorher bei der Bundeswehr geklaut hat. Der Fluchthelfer wird zuerst gefasst, der Gangster wenig später. Traurige Tennisgeschichte macht in Hamburg ein Irrer. Er sticht der weltbesten Spielerin Monika Seles ein Messer in den Rücken, weil er es nicht verwinden kann, dass die von ihm vergötterte Steffi Graf nicht Nummer 1 der Weltrangliste ist. Monika Seles ist körperlich und seelisch schwer verletzt. Ob sie je wieder spielen wird? Der globale Tenniszirkus geht weiter. Die Apokalypse inszeniert vor laufender Kamera ein wahnsinniger Sektenführer in Texas. Er und 85 Getreue zünden die Ranch an, in der sie sich verbarrikadiert haben. Fegefeuer für einen falschen Heiland und seine Jünger.
kein guter Monat für Ertappte. Björn Engholm muss zugeben, dass er nicht die Wahrheit gesagt hatte über den Zeitpunkt, an dem er von der Barschel-Affäre erfuhr. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Vorsitzende der SPD ist politisch und persönlich dem Druck nicht mehr gewachsen. Im Bewusstsein der getanen und geleisteten Arbeit und in der Absicht, mein Land und meine Partei davor zu bewahren, mit meinem politischen Fehler identifiziert zu werden, werde ich mein Amt als Ministerpräsident und meine Funktionen in der SPD aufgeben. Johannes Rau führt die Partei kommissarisch. Engholm, einer, der der Politik ein anderes Gesicht geben wollte und an sich selber scheiterte. Mit Heide Simonis aber regiert in Schleswig-Holstein erstmals eine Frau ein deutsches Bundesland. Zumindest äußerlich wird der Stil in Kiel zärtlicher. Auch der mächtigste Gewerkschaftsboss im Lande gibt auf. Unkorrekte Aktiengeschäfte werden Franz Steinkühler vorgeworfen. Ob zu Recht oder nicht, ist ein IG Metall-Chef, der an der Börse spekuliert, den Menschen, die um Arbeitsplätze kämpfen, noch zuzumuten? Diesmal klaffen die Botschaft des Franz Steinkühler und seine Lebensart zu weit auseinander. Und dann ist da noch die Putzfrau im Privathaus des Günter Krause, mitfinanziert vom Arbeitsamt. Und seine Umzugskosten und so weiter und so fort. Dem prominentesten Ostminister wird klargemacht, dass er am Kabinettstisch nicht mehr erwünscht ist. Absturz eines Maßlosen. Gott mit dir, du Land der Bayern. Der Segen hilft. Kaum ist in München die prunkvolle neue Staatskanzlei eingeweiht, da schickt sich Max Streibel ins Unvermeidliche. Edmund Stoiber wird nur einmal irren auf der Suche nach seinem neuen Platz als bayerischer Ministerpräsident. In der CSU ist jetzt nach schwerem Kampf die Arbeitsteilung klar. Weigel bezieht die Prügel in Bonn, Stoiber residiert in München. In Hamburg dagegen ist plötzlich überhaupt nichts mehr klar. Die Bürgerschaftswahl von 1991 ist ungültig. Ein Rebell aus der CDU hatte die Aufstellung der Liste per Gericht angefochten. Auch in Karlsruhe korrigieren die Richter die Politik. Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zum Abtreibungsparagrafen 218. Die Fristenregelung, zu der sich der Bundestag durchgerungen hatte, ist teilweise verfassungswidrig. Es gilt ab sofort der Grundsatz, Abtreibung ist in den ersten 3 Monaten nach Beratung nicht mehr strafbar, bleibt aber rechtswidrig. Viele Frauen, vor allem im Osten, fühlen sich bevormundet, protestieren. Heinrich Alberts ist gestorben. Pastor und Politiker, als das noch nicht modern war. Bürgermeister in Berlin, einer, der Brücken zu schlagen versuchte, auch zu Terroristen. Ein Mittler und Mahner. Solingen, Brandstiftung, Mord. 5 türkische Frauen und Mädchen verbrennen. Lassen wir es zu, dass dumpfer Fremdenhass und Nazi-Gestank sich ausbreiten? Es ist ein Anschlag auf unsere Gesellschaft. Protest und Wut. 4 junge Männer werden als Tatverdächtige festgenommen. Trauer, Ratlosigkeit. Bei der Trauerfeier für die Opfer von Solingen hält der Bundespräsident eine bemerkenswerte Rede über die politisch motivierte rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Sie wird nicht zentral geplant und ausgeführt. Umso schwerer ist es, sie auch vorbeugend zu bekämpfen. Schwer
ist auch die Überführung der Täter. Das Bundeskriminalamt ermittelt, bald tauchen Zweifel auf. Drei der Verhafteten bestreiten die Mittäterschaft. Die Ruine wird abgerissen. Die Stadt Solingen muss mit dem Makel leben, dass ihr Name in der ganzen Welt als Stichwort für neuen Ungeist in Deutschland genannt wird. Auf dem Bahnhof von Bad Kleinen gerät ein Fahndungserfolg gegen mutmaßliche RAF-Terroristen zum Fiasko. Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams werden gestellt, bei der Festnahme Pannen. Grams und ein Grenzschützer werden erschossen. Den Zugriff hatte ein V-Mann ermöglicht. Später wird eine Untersuchung eine Unzahl von Fehlern bei der Aktion auflisten. Während sie den von Grams getöteten Kollegen zu Grabe tragen, sehen sich die in Bad Kleinen beteiligten Beamten einem schlimmen Verdacht ausgesetzt. Wurde Grams aus nächster Nähe regelrecht hingerichtet? Eine Legende breitet sich aus, vergiftet die Untersuchungen. Die SPD wagt mehr Demokratie, eine Urwahl. Die Mitglieder haben Rudolf Scharping zu ihrem Favoriten für den Parteivorsitz erkoren. Nur noch Formsache ist dann, dass der rheinland-pfälzische Ministerpräsident zum Nachfolger Engholms gewählt wird. Beifall für einen, den sie kaum kennen. Die Partei will vor allem endlich Ruhe an der Spitze. Führungswechsel auch bei der FDP. Die Liberalen sind zerstrittener denn je und machen einen zum Vorsitzenden, der erst kurz in der Partei ist. Klaus Kinkel, Außenminister, Vizekanzler. Nun soll er auch noch eine Partei führen, die um ihre Rolle als Zünglein an der Waage fürchten muss. Über Mogadischu kommt das Feuer aus der Luft. Die Weltmacht Amerika jagt den Rebellenchef Aidid, dessen Milizen immer wieder UN-Soldaten angreifen und töten. Bill Clinton versucht es zu erklären, aber die Bilder aus Somalia zeigen, die Friedensmission ist aus dem Ruder gelaufen. Die Somalis empfinden die fremden Truppen immer mehr als Besatzer. Ungehindert kann sie Aidid zum Widerstand und zum Hass aufputschen. Auch auf dem Balkan sind die UN-Soldaten ohne Perspektive. Unter ihren Augen geschehen unbeschreibliche Grausamkeiten. Die Vereinten Nationen verkünden Schutzzonen, aber das bedeutet nichts. Noch einmal 300.000 Menschen fliehen. In der Türkei geschieht etwas nie Dagewesenes. Im Land der Paschas wird eine Frau Regierungschefin. Ein Sieg des Fortschritts. Und am anderen Ende der Welt, in Japan, entsagt eine emanzipierte Frau ihrer Karriere, um den Kronprinzen zu heiraten. Eintritt in ein Kloster der starren Traditionen. Dieser Kasper kann endlich wieder von unseren Nerven runtertrampeln. Genug geworben für die neuen Postleitzahlen, sie gelten. Wenigstens das postalische Zusammenwachsen gelingt ohne das befürchtete Chaos. Noch etwas ändert sich im Juli. Das neue Asylrecht tritt in Kraft. Es hilft nicht gegen Schlepperbanden und illegale Grenzgänger, aber wer über die Nachbarländer kommt, kann nun an der Grenze zurückgewiesen werden. Der Zugang zum Asylverfahren ist generell erschwert. Die Zahlen der Asylbewerber
beginnen drastisch zu sinken. Die jahrelange Diskussion über den Missbrauch eines Grundrechts ist beendet. Die Kommunen, die mit der Flut nicht mehr fertig wurden, atmen auf. Werden wirklich Verfolgte dennoch eine Chance haben? Was in Bad Kleinen geschah, bleibt weiter unklar. Die Männer von der GSG 9 werden verhört. Später kommen Gutachter zu dem Schluss, Grams habe sich wahrscheinlich selbst erschossen. Doch die Pannen haben Konsequenzen. Der Generalbundesanwalt wird entlassen und Bundesinnenminister Seiters tritt von sich aus zurück. Nicht, weil er sich persönlich etwas vorzuwerfen hätte, sondern wegen einer selten gehörten Amtsauffassung. Es gibt in Deutschland zu Recht den Begriff der politischen Verantwortung. Wer soll diese politische Verantwortung übernehmen, wenn nicht ein Minister? In Somalia beginnt ein neues Kapitel für die Bundeswehr und für die deutsche Außenpolitik. In Beledweyne schlägt das deutsche UN-Kontingent sein Lager auf. Nach und nach werden 1700 Soldaten in die Wüste geschickt. Ihren ursprünglichen Auftrag können sie allerdings nicht erfüllen. Die indische Brigade, die sie unterstützen sollen, kommt nicht. So machen sich die deutschen Soldaten nützlich. In Beledweyne und Umgebung leisten sie humanitäre Hilfe. Brunnen bohren, Straßen bauen, medizinische Versorgung der Bevölkerung. Dies alles ist zwar nützlich, steht aber in keinem rechten Verhältnis zu den Kosten und zur politischen Aufregung in Bonn. Der internationalen Gemeinschaft aber haben die Deutschen demonstriert, dass sie nicht nur mit dem Scheckbuch bereit sind, Pflichten zu übernehmen. Währenddessen erinnern im Niemandsland zwischen dem Libanon und Israel die deportierten Palästinenser daran, dass es sie noch gibt. Doch plötzlich befinden sie sich in der Schusslinie. Eine Feuerwalze schlägt im Südlibanon ein. Israel reagiert auf Raketenbeschuss durch Hisbollah-Kämpfer. Für ein paar Tage herrscht wieder Krieg im Nahen Osten, später Waffenruhe. Dem Auge-um-Auge-Prinzip ist Genüge getan. In Belgien entfaltet sich das pompöse Ritual eines großen Staatsbegräbnisses. König Baudouin ist gestorben, Herrscher und Präsidenten aus aller Welt sagen Adieu. Ganz Deutschland kennt plötzlich ein gottverlassenes Nest in Thüringen, Bischofferode. Die Kaligrube soll geschlossen werden, die Kumpel wehren sich. Als sie in den Hungerstreik treten, ist Bischofferode plötzlich das Symbol für alle Klischees. Von der Treuhand verraten, vom Westen platt gemacht, das Kapital frisst die Menschen. Die deutschen Automobilbauer produzieren weniger Autos, dafür einen Kriegsschauplatz. Hat der Spanier Lopez, als er von Opel zu VW wechselte, geheime Unterlagen mitgehen lassen? Volkswagen-Chef Piech martialisch. Wir werden uns aller Mittel bedienen, in dieser Schlacht als Sieger hervorzugehen. Das wäre für die Wolfsburger auch bei den Bilanzen dringend erforderlich. In Amerika treten Mississippi und Missouri über die Ufer. Gigantische Überschwemmungen auf 1000 Kilometer Länge. Menschen, die versuchen, ihr Hab und Gut zu retten. Noch betrachten wir das hierzulande gelassen als weit entferntes Naturschauspiel. Hier ist
Manche Urlaubsreise endet kläglich. Die Touristik GmbH ist nicht mehr in der Lage, die Flüge nach Portugal und Türkei und in die USA durchzuführen und sagt alle Flüge und Reservierungen in diese Zielgebiete ab. Ein windiger Unternehmer geht pleite und dann sitzen sie fest. Ohne Geld, ohne Rückflug und die Hotelrechnung sollen sie auch noch bezahlen. Die Lehre, billig ist nicht immer preiswert und auch aus den schönsten Urlaubsträumen gibt es manchmal ein böses Erwachen. Das kommt für die europäischen Finanzminister in Brüssel an einem sonnigen Wochenende. Zusammengetrommelt zur Krisensitzung, weil das europäische Wechselkurssystem den Kollaps signalisiert. Zur Rettung dürfen die Kurse nun breiter schwanken. Mit dieser Entscheidung ist zweierlei gelungen. Einmal wurde das europäische Währungssystem in seinen Grundelementen beibehalten. Zum anderen stellt diese Entscheidung einen Befreiungsschlag dar, denn der Spekulation wurde damit der Boden entzogen. Und wieder einmal Genf, Jugoslawien-Konferenz. Die Journalisten prügeln sich um eine neue Landkarte. Hat man sich tatsächlich auf eine Aufteilung Bosniens geeinigt? Am Verhandlungstisch wissen längst alle, dass doch wieder nur der Papierkorb gefüllt wird. Der Kriegsgott ist zynisch. Die alte Moslemstadt Mostar lag monatelang unter serbischem Beschuss. Jetzt greifen die Kroaten an. Es ist die Logik der wechselnden Striche auf der Landkarte in Genf. Die Stadt soll moslemfrei und auch die Geschichte soll ausgelöscht werden. Bald stürzt die historische Brücke unter den Granaten. Vor der dänischen Küste sind Schatzsucher am Werk. Das deutsche U-Boot 534, vor 48 Jahren versenkt, wird gehoben. Geheime Schätze sind nicht an Bord. Dafür sucht der Nazi-Spuk die Stadt Fulda heim. Die Polizei versagt, lässt sich austricksen. Und vieles, was am rechtsradikalen Abschaum verboten ist, flaniert ungehindert durch die Straßen. Denken die Leute im Café, sie sind im Kino? Erschreckend. Dabei bemüht sich Deutschland gerade, sich von seiner schönen Seite zu zeigen. Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Stuttgart. Überall sollen sie sehen, dass wir gute, weltoffene Gastgeber sind. Das Fest in Stuttgart soll natürlich auch eine gezielte Werbung sein. Für Berlin, das sich noch Hoffnungen macht, Olympiastadt 2000 zu werden. Die Berliner Olympia-Werber haben sich bemüht, aber nicht einmal alle Berliner überzeugt. Und die Halbgötter im IOC überhaupt nicht. Antonio Samaranch schreitet in Monte Carlo zur Verkündung. The winner is Sydney, Australia. Umsonst gewartet vor dem Brandenburger Tor. Dafür hat Berlin in Bonn einen energischen Fürsprecher. Wolfgang Schäuble will den Regierungsumzug vorantreiben. Im Jahr 2000 soll es jetzt sein. Die Kosten für die Hauptstadtbebauung werden hin und her gerechnet. Beamten fordern Luxus-Umzugsprämien. Nichts scheint ausgegoren, auch die Berliner Stadtplanung nicht. Helmut Kohl hält Hof in Berlin. Ein CDU-Parteitag, der das kommende Wahljahr einläutet und der ganz und gar auf ihn zugeschnitten ist. Kohls Kritiker mucken nicht auf. Auch nicht, als er ihnen seinen persönlichen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten präsentiert. Steffen Heidmann, Justizminister in Sachsen. Kaum einer kennt ihn,
Aber das Wort des Chefs ist den Delegierten Grund genug zur Akklamation. Ob Heidmann beim Bierabend auf dem Ehrenplatz neben Kohl auch um die Gefahren des Hohen Amtes weiß? Richard von Weizsäcker im Federkleid lässt in Neuseeland Stammeszeremonien über sich ergehen, die zum Glück friedlich enden. Auch in München sind die Eingeborenen friedlich. Eine schmutzige Wahlschlacht ist zu Ende. Peter Gauweiler schafft es nicht, den Oberbürgermeistersessel zu erklimmen. Es bleibt alles beim Alten. Die SPD regiert mit Christian Ude und der mit den Grünen. Anders in Hamburg. Nach der erzwungenen Neuwahl haben Henning Foscheraus Genossen zwar keine Mehrheit, aber mit den Grünen will der Bürgermeister nicht. Man verhandelt wohl ausführlich miteinander, doch ohne Ergebnis. Es sind die Überraschungssieger dieser Wahl, die Protestler von der Stadtpartei, mit denen schließlich ein Bündnis zustande kommt. Hat Markus Wegner einen Weg gefunden, die Parteiverdrossenen im Lande zu sammeln? Und noch ein Staatsbesuch fürs Gemüt. Das japanische Kaiserpaar am Rhein. Schreckensbilder aus Georgien. Menschen, die fliehen wollen von einem Flugplatz, der unter Beschuss steht. Die Grenzen der ehemaligen Sowjetrepubliken sind willkürlich. Völkerschaften, die wir nicht kannten, wollen unabhängig werden. Abchasen kämpfen gegen Georgier. Szenen, die auch deswegen so beklemmend sind, weil sie uns ahnen lassen, was da noch alles passieren kann. In Georgien, in Aserbaidschan, in Armenien und wie sie alle heißen. Dazwischen ein bekanntes Gesicht, Georgiens Präsident Schewardnadze, gezeichnet. Aber es gibt auch Positives, Hoffnungmachendes. In Washington geben sich alte Todfeinde, Israels Präsident Rabin und PLO-Chef Arafat, die Hand. Ein erster Schritt zum Frieden, vielleicht. Moskau, das Parlamentsgebäude. Panzergranaten entscheiden über die Zukunft Russlands. Im Weißen Haus verbarrikadiert General Rutskoi, ein ehemaliger Stellvertreter von Boris Jelzin, und Parlamentspräsident Chasbulatow. Sie beide wagen den Putsch. Altkommunisten, Rechtsextreme und der Pöbel von Moskau sind ihre Verbündeten. Die Miliz, die das Parlament umstellt hat, weicht zunächst zurück. Straßenschlachten, Jelzins Autorität steht auf dem Spiel. Der Präsident scheint, wie so oft, zögerlich. In diesen Stunden ist die entscheidende Frage, auf welche Seite wird sich die Armee schlagen. Die Kommandeure schwanken. Dann fahren die Panzer auf. Den Putschisten ist es nicht gelungen, das Fernsehstudio zu besetzen. Ein Appell Rutskois an die Soldaten hätte das Blatt wenden können. Der Machtkampf endet in Blutvergießen, 150 Tote.
Die Putschisten werden abgeführt. Einen strahlenden Sieger gibt es dennoch nicht. Das Wort Brudermord macht die Runde. Jelzin verkündet, dass noch in diesem Jahr über eine neue Verfassung abgestimmt und ein neues Parlament gewählt werden soll. In Travemünde tagen die Außenminister der NATO, Russland und die Erweiterung des Bündnisses nach Osten sind die Themen. Im neuen Plenarsaal in Bonn diskutiert der Bundestag über Zukunftssicherung, Arbeitsplätze, über den Standort Deutschland. Der Bundeskanzler gibt eine Regierungserklärung ab, in der er ein Wort prägt, das die Diskussion emotional anheizt. Wir können die Zukunft des Landes nicht damit sichern, wenn wir einen kollektiven Freizeitpark organisieren. Wir müssen in allen Bereichen unserer Ökonomie die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Wenn Diskussionen um Arbeitszeitverkürzungen, wenn denen begegnet wird mit dem kollektiven Freizeitpark, wie muss das in den Ohren der Menschen klingen, die auf Arbeitszeit null gesetzt worden sind? Ein weiteres Mal müssen in Karlsruhe die Verfassungsrichter Politik machen. Im Namen des Volkes. Der Vertrag von Maastricht über die Europäische Union ist verfassungskonform. Deutschland kann als letzter in der Gemeinschaft das Abkommen jetzt ratifizieren. Damit ist der Weg frei, auch für eine lang ersehnte Entscheidung. Frankfurt am Main erhält den Zuschlag als Sitz der künftigen Europäischen Notenbank. In der Frankfurter Paulskirche wird mit dem Friedenspreis einer geehrt, der für Regimekritik und demokratischen Aufbruch in der DDR steht, Friedrich Schorlemmer. Es stirbt Helmut Gollwitzer. Radikal hat er deutschen Obrigkeiten ein halbes Jahrhundert lang den moralischen Spiegel vorgehalten. Und ein Zauberer ist tot, Federico Fellini. Kein Menschenzirkus im Kino mehr. Trauer um Feldwebel Arndt, der erste Deutsche, der im Dienst der Vereinten Nationen starb, erschossen in Kambodscha, wo die Bundeswehr ein Lazarett aufgebaut hat. In Somalia ist inzwischen klar, dass ein Ende der deutschen Mission abzusehen ist. Ein politisches und strategisches Konzept der UN-Führung in Mogadischu ist nicht mehr zu erkennen. Auch andere Staaten planen den Rückzug. Den entscheidenden Anstoß geben die USA. Die Rebellen haben einen Hubschrauber abgeschossen. Bilder des verstümmelten Piloten im Fernsehen, das ist mehr, als die Amerikaner bereit sind, in Kauf zu nehmen. Bis April sollen ihre Jungs zurück sein. Die Deutschen übernehmen den Termin. AIDS-Skandal. Sträfliche Fahrlässigkeiten beim Umgang mit Blutpräparaten werden aufgedeckt. Spenderblut blieb unkontrolliert. HIV-infizierte Blutkonserven wurden ausgeliefert. Der Gesundheitsminister löst das alte Bundesgesundheitsamt auf und muss sich Panikmache vorwerfen lassen. Das einzige Leitmotiv meines Handelns war der Schutz der Gesundheit für die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland und nichts anderes. In vielen Krankenhäusern wehren sich Patienten gegen Operationen. Bluterkranke geraten in Panik. Es werden Pharmafirmen geschlossen, ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Beruhigt ist niemand. Steffen Heitmann gibt auf, verzichtet auf seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten. Was bewegt ihn dazu? Es ist meine Sorge um unser Land, die mich zurücktreten lässt. Gemeint ist die Diskussion um seine Person, die er mit Äußerungen zu Vergangenheit, Ausländern, Frauen selbst ausgelöst hat. Als auch in der eigenen Fraktion Heidmann Gegner aufstehen und die FDP ihn kategorisch ablehnt, weiß Helmut Kohl, dass er seinen Schützling nicht durchsetzen kann. Nicht ungern hört sich nun Verfassungsrichter Roman Herzog als möglichen Kandidaten genannt.
Die Freien Demokraten nominieren Hildegard Hambrücher und Johannes Rau hofft weiter. Wahltaktik hindert die Parteien am Konsens. Viele sehen Helmut Kohl als den eigentlichen Verlierer. Ob Sie das jetzt eine Niederlage nennen oder sonst etwas, berührt mich nun ehrlich gesagt überhaupt nicht. Freundlicher gehen die Gastgeber in China mit dem Bundeskanzler um. Obwohl Kohl auch das heikle Thema Menschenrechte anspricht. Vor allem aber will er der deutschen Industrie helfen, Aufträge zu gewinnen. Das gelingt inklusive Absichtserklärungen für mehrere Milliarden Mark. Zu Hause gelingt eine industriepolitische Tendenzwende. Gewerkschaft und Konzernspitze handeln die Vier-Tage-Woche bei VW aus. Lohnverzicht gegen Arbeitsplatzgarantie. Eine neue Formel, die Schule machen wird. In der SPD gibt auf dem Parteitag in Wiesbaden Rudolf Scharping selbstbewusst den Ton an. Einen ungemein entschlossenen. Dieser Parteitag muss und wird das Signal dafür sein, dass wir uns auf die zentralen Fragen konzentrieren. Scharping räumt die Ideologiedebatten vom Tisch. Die Meinungsumfragen signalisieren eine reelle Chance zum Machtgewinn in Bonn. Die Partei lässt sich unter das Joch zwingen. Wieder Anschläge kurdischer Extremisten. Der neue Bundesinnenminister Manfred Kanter beschließt, dass der Staat jetzt Flagge zeigen muss. Die PKK, die militante Arbeiterpartei Kurdistans, wird verboten. Die Polizei räumt kurdische Einrichtungen, findet nur Propagandamaterial. Die PKK war gewarnt. Ihrerseits warnt sie jetzt vor Vergeltungsanschlägen gegen deutsche Einrichtungen im In- und Ausland. Der erste Annäherungsschritt zwischen Israel und der PLO treibt auf beiden Seiten die auf die Barrikaden, denen jeder Kompromiss Verrat ist. Jüdische Siedler in den besetzten Gebieten, ebenso wie die islamischen Fundamentalisten von der Hamas-Bewegung. Menschen sterben, die Vorbereitungen für palästinensische Selbstverwaltung in Gaza und Jericho stoppen. Frieden ist schwer, wo der Hass Wurzeln geschlagen hat. In diesem Klima wird in Jerusalem ein neuer Bürgermeister gewählt. Nach 28 Jahren als Symbol dieser Stadt eine bittere Niederlage für Teddy Kollek. In Deutschland die Fortsetzung der politischen Skandalchronik. Diesmal in Sachsen-Anhalt unter dem Etikett Gehälteraffäre. Zu hohe Bezüge für die aus dem Westen importierten Regierungsmitglieder, eingeschlossen Ministerpräsident Münch. Ich bin heute als Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Mit mir sind alle 10 anwesenden Minister aus Solidarität ebenfalls zurückgetreten. Na also, haben wir es nicht schon immer gesagt, sagen die im Osten über die Rafkes aus dem Westen. Eine Deutschstunde besonderer Art. Der Magdeburger Landtag wählt einen neuen Ministerpräsidenten. Abgeordnete, die sich ihrer Tränen nicht schämen, die den Druck noch nicht kalt wegstecken können. Er wird gewählt, der CDU-Fraktionschef Christoph Bergner. Eine Übergangsregierung, Neuwahlen nächstes Jahr. Nebenan in Brandenburg ist Kommunalwahl. Ein Schock für die großen Parteien. Riesenerfolg für die SED-Nachfolger von der PDS. Ex-Stasi-Mann Kutzmutz hätte beinahe Potsdam gewonnen. Aber auch ein Lichtblick. In Altlandsberg wird mit großer Mehrheit ein Arzt gewählt, der hier schon seit vielen Jahren lebt, aber
Inder ist. Die deutsche Staatsangehörigkeit hatte er für diese Wahl beantragt und erhalten. Die Weltpresse registriert dankbar einen Fall von Ausländerfreundlichkeit in Deutschland. Ich habe es gehofft, aber nicht gewagt zu sagen. Und es ist doch eine angenehme Überraschung. Keine Adventsstimmung in Bonn. Ein quälendes Dauerthema des Jahres. Die Pflegeversicherung wird immer noch nicht über die Hürden gebracht. Trotz aller Sitzungen im Morgengrauen. Norbert Blüm beschwört. Ich sage Ihnen jetzt, wenn Sie jetzt bei diesem Anlauf nicht kommen, kommen Sie nie mehr. Jedenfalls die nächsten 10 Jahre kommen Sie nie mehr. Noch gibt es Hoffnung. Der Bundesrat sagt zwar Nein, aber auch Ja zu einem weiteren Vermittlungsschritt. Strittig ist, ob 1 oder 2 Feiertage zur Finanzierung gestrichen werden. Übrigens, Blüm ist der letzte Minister aus Kohls erster Kanzlerstunde. In Florida landet wieder einmal eine Weltraumfähre. Ihre Mission war die aufwendigste seit der Landung auf dem Mond. Das defekte Weltraumteleskop Hubble brauchte eine neue Brille und bekam sie. Rätselhaftes Russland. Da finden zum ersten Mal wirklich freie, demokratische Wahlen statt und nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Berechtigten geht hin. Boris Jelzin wird anschließend nicht wissen, ob er Sieger oder Verlierer ist. Die neue Verfassung ist angenommen, aber im Parlament werden die Reformfeinde mächtig sein. Wladimir Schirinowski wirkt nach der Auszählung aller Stimmen zwar nicht mehr ganz so gefährlich, aber dass der rechtsextreme Großrussland-Phantast die zweitstärkste Fraktion anführen wird, entsetzt vor allem die Nachbarstaaten. Ein Demagoge, Freund deutscher Gleichgesinnter, will Jelzin beerben. Eine Horrorvision für Balten, Polen und auch für uns. Schöne Musik in Oslo. Der Friedensnobelpreis wird verliehen an den schwarzen Südafrikaner Nelson Mandela und an den weißen Staatspräsidenten de Klerk. Auch ein Jahr tödlicher Rassenunruhen in Südafrika hat die beiden Preisträger von ihrem Weg nicht abhalten können. Sie haben Schritt für Schritt gegen alle Widerstände ein Fundament gelegt, das Südafrika eine Zukunft ermöglicht. Für die weißen Apartheid-Nostalgiker im Parlament ist es ein trister Tag, an dem die neue Verfassung verabschiedet wird. Zum letzten Mal singen sie hier ihr altes Burenlied. Deutschlands Tennis- und Klatschexperten nehmen Anteil an der Heirat von Herrn Becker und Fräulein Feltus. Es regnet. Und regnet und regnet. In Südwestdeutschland treten die Flüsse über die Ufer. Binnen 2 Tagen sind an Mosel, Saar, Neckar und Main Ortschaften überflutet. Der Rhein steigt und steigt. Schutzwände nutzlos. Milliardenschäden entstehen. Eines der schönsten Bilder des Jahres aber beschert uns ein Ausflug in die verschneiten Berghügel zwischen Thüringen und Bayern. Der letzte Wachturm ist gefallen, wo einmal Minenfelder waren und eine Grenze
in Deutschland.